Hallo und guten Tag, hier ist Projekt30.de mit einer Rückschau auf die Kalenderwoche 51 und dem Ausblick für die Kalenderwoche 52. Und bevor ich starte, ein kurzer Videorückblick auf das Jahr 2018 und in der Hauptrolle der Spielverderber Herr Paul. Guys, just thought you might want to know, sales aren't up, they're down. Ja, herzzerreißende Szenen spielen sich dort ab. Wobei sich unser DAO eigentlich recht gut gehalten hat in der letzten Woche. In der vorvergangenen Woche haben wir bei 10.865 geschlossen, diese Woche bei 10.633. Und das waren minus 232 Punkte und insofern ein, moderates Ergebnis, wenn man sich anschaut und erkennt, dass der Dow Jones 1.588 Punkte abgegeben hat. Nichtsdestotrotz bleibt DAX auf Jahressicht, was Abgaben seit Allzeithoch angeht, Spitzenreiter mit 22,7% Verlust. Der Dow Jones schafft es auf 16,9%. Ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sagen, außer ich glaube, dass dieser Ausblick einer der wichtigsten, möglicherweise auch der wichtigste im Jahr 2018 ist, denn wir haben eine hochinteressante Gemengelage. Und ich glaube, dass die nächsten Tage entscheidend werden, wie es im nächsten Quartal weitergeht. Also insofern, wer das ähnlich sieht, nachdem dieser Ausblick angesehen wurde, darf ihn gerne teilen. Ich freue mich über Zuschauer, Meinungen, Daumen hoch und der Aspirant, der mir jede Woche einen Daumen runter gibt, den grüße ich auch an dieser Stelle und wünsche ein frohes Weihnachtsfest vorab. Gut, wir haben im Monatschart zwei Kanäle und aktuell ist für uns der etwas steilere interessant. Da flippen wir jetzt nur ganz schnell durch. Ich hatte in der letzten Woche gesagt, unterhalb 10.904 ist es wahrscheinlicher, dass wir 9.238 oder die 38er Extension anlaufen, zumal sie sich jetzt über die kommenden Monate eigentlich auch perfekt, das ist hier so der April, Mai, sich dort schneiden. Ob das jetzt hier, sage ich mal, so vernünftig nach unten geht, dass es dann hier angelaufen wird, weiß ich nicht. Ist auch im Moment gar nicht so wichtig, denn die wichtige Information lautet, zumindest aus dieser großen Perspektive, tief 2003 zum Allzeithoch, solange wir unterhalb 10.904 sind, ist noch nichts long. Und der Anlauf in diesem Bereich wahrscheinlicher. Der zweite Monatschart gab uns ebenfalls zwei wichtige Informationen. Die wichtigste, meiner Meinung nach, ist, wir haben gesehen, dass alle bedeutenden Umkehrkerzen im Monatschart nach bedeutenden Abgaben, hier, hier, hier und hier, und die können wir auch noch dazu zählen, eine Eigenschaft hatten. Sie haben nämlich alle lange Lunten gehabt. Und eine lange Lunte suchen wir im Dezember, in der Dezemberkerze, bislang vergebens. Und das bedeutet, sofern sich überhaupt noch eine lange Lunte bilden wollt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hoch zur 11.567 oder in diesen Bereich hinein, also zum Dezember hoch. Oder, falls sich das noch im Dezember bilden will, oder ein Flash Crash runter in den Bereich 9.760 und Stantepede wieder nach oben, dann hätten wir auch eine lange Lunte. Und ansonsten wird sich dieses Thema bedeutender Bounce und Umkehr nach oben auf den Januar, Februar oder März verschieben. Oder, natürlich auch immer möglich, DAX bricht diese Fünferreihe und läuft eben ohne eine lange Lunte nach oben, weil er es kann. Das müssen wir abwarten. Kommen wir mal zu dem Punkt, wo ich sagte, es ist eine interessante Gemengelage. Wir haben hier das bekannte 5-0-Pattern und ein mögliches weiteres. Und dieses mögliche weitere hatte seinen Zielpunkt B im Bereich 11.484 bis 10.571. Es wurden im Tief 10.512, aber die paar Pünktchen lasse ich im Wochenchart mal als
Toleranz gelten. Interessanter ist da schon, dass ich im letzten Ausblick sagte, die 10.568 ist wichtig, denn wir haben hier das Tief 10.696 gehabt in 2016, sind hochgelaufen zum Allzeithoch 13.597 und das 61.8 Retracement bei 10.568 ist der Bullen letzte Ausfahrt. Die können natürlich auch hier noch drehen, aber der Verlust von 10.568 wäre schon dramatisch auf Wochensicht. Das ist bislang nicht passiert. Der Freitagsschlusskurs bei 10.633, also ein paar Pünktchen oberhalb. Damit ist der DAX noch nicht in Sicherheit, aber er hat sich, wenn wir uns diese Wochenkerze anschauen, in Relation zu den US-Märkten tapfer geschlagen, besonders die letzten 2-3 Tage. Das kann man nicht anders sagen. Und insofern heißt die Aussage im Wochenchart, oberhalb 10.568 darf man bibbern, aber auch hoffen, und unterhalb 10.568 wird dieser Bereich Ziel. Jetzt kommen wir mal zum Diamantchart. Den habe ich ja im Spätsommer das erste Mal gepostet, oder? Ja, der Spätsommer war es gar nicht. Es muss hier irgendwie in diesem Bereich gewesen sein. Der ist mittlerweile auf allen Kanälen zu sehen. Und ob das nun ein Vorteil ist oder eher ein Nachteil, das weiß ich nicht. Aber wichtig ist die eben gezeigte 10.568, also das 61er Retracement dieser Strecke, und der Jahrespivotpunkt S2 bei 10.507 hat zumindest in dieser Woche gehalten. Sollte es tiefer gehen, stünde das große Ziel des Diamanten an bei 10.306 und dann hätten wir als eine weitere Unterstützung noch die Unterseite dieser Seitwärtsrange aus 2016, die dann ja zum Ausbruch Richtung Allzeithoch führte. Die verläuft bei 10.188. Aber würde dieser Bereich hier brechen, und ich zeige im nächsten Chart, warum der so wichtig ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir auch das 76,4 Retracement bei 9.852 anlaufen. Und wie das manchmal so ist, 0,4 Punkte entfernt liegt das große Ziel der SKS aus dem Wochenchart. Denn der Diamant ist ja in sich selbst auch zumindest etwas SKS-ähnliches mit einer linken Schulter, zwei Köpfen, einer rechten Schulter und dann hier in diesem Bereich die Nackenlinie und Durchbruch nach unten. So, und jetzt zeige ich mal einen klasse Chart. Und das ist ein klasse DAX-Tageschart, jede Kerze 2 Tage. Und man darf und kann von einem Kanal sprechen, wenn die Ober- und Unterseite jeweils 2 Auflagepunkte hat, und das ist hier der Fall. Das Ganze hat begonnen im August 2017, am Tief 11.868, führte zum Allzeithoch im Januar 2018, hat hier nochmal im Juni 2018 die Oberseite angeklopft und hat jetzt mit 10.512 perfekt die Unterseite dieses Kanals angelaufen. Ja, und warum ist das so interessant? Ich hatte ja von den Jahrespivotpunkten gesprochen und die 11.727 ist da ein bedeutendes Tief gewesen. Zumal, ich kann das nochmal kurz zeigen, hier ist die 11.727, die eben auch dafür verantwortlich ist, sofern es durchrauschen sollte nach 10.306, das ist dann nämlich die gemessene Strecke daraus. Aber wir haben 11.727 als bedeutendes Tief gehabt, bei 11.712 den Jahrespivotpunkt S1 und wir haben bei 11.725 das 38er Retracement der Strecke 8.696 nach 13.597 gehabt. Das heißt, 3 Hammermarken, wichtig, 11.725, 11.712, 11.727, die sind gebrochen. Und das mal kurz eingeworfen, auf dem Rückweg, sofern DAX sich irgendwann bemüht, hier wieder nach oben zu laufen, wird dieser Bereich 11.725 bis 11.727, das wird ein Knackpunkt werden. Also da muss ich DAX böse beeilen. Aber zurück zu diesem Chart. Deswegen ist die 11.727 hier drin und weil die Kurse drunter gelaufen sind, haben wir diese Fibonacci-Strecke natürlich extendiert. Das 138er bei 11.012 und
Wer sich an das letzte oder eins der letzten bedeutenden Tiefs erinnert, denkt an die 11.009. Also auch dieser Bereich wird wichtig werden. Aber das, was interessant ist, die 161er Ausdehnung dieser Fibonacci-Strecke bei 10.571. Bei 10.512 haben wir das Tief gemacht. Und wenn wir uns mal das hier oben anschauen, dann ist der Bereich 10.568 ja die 61er Konsolidierung oder der Bullen letzte Ausfahrt, wie ich im Wochenchart gezeigt habe. Bei 10.571 haben wir die 161er Extension der Strecke Allzeithoch zum bedeutenden Tief 11.727. Wir haben bei 10.507 den Jahrespivotpunkt S2, also ein enorm wichtiger Punkt. Und wir haben bei 10.500 die Kanalunterseite hier im Zweitageschart. Und das bedeutet, dieser kleine lila Bereich 10.500 bis 10.571 ist enorm wichtig. Und wir haben bei 10.633 geschlossen. Das heißt, wir sind im Moment oberhalb. Ja, also es ist natürlich keine Garantie, dass es von hier aus jetzt zur Kanaloberseite durchstartet. Dann würden wir tatsächlich, was weiß ich, ja, würden wir irgendwo so im Bereich um 12.400 landen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es würde allerdings für ein Monster, für eine monstermäßige Lunte im Dezember, in der Dezemberkerze sorgen. Aber wie gesagt, darüber brauchen wir nicht reden. Nur, es ist wichtig, wenn wir unter die 10.500 fallen, also wenn wir aus diesem Kanal herauslaufen, der ja nun deutlich über ein Jahr alt ist, dann wird es eklig und dann haben wir als nächstes Ziel hier die 200er Ausdehnung und die hat auch Argumente für sich, da komme ich gleich drauf. Aber ich denke mal, diesen Tageschart kann man mal auf sich wirken lassen und sofern DAX sich nicht berappelt, ja, dann muss er eben beschleunigen. Aber ich glaube, dass dieser Kanal mit Grund war, warum DAX sich in den letzten Tagen so vernünftig verhalten hat und diesen Wahnsinn in den US-Indizes nicht mitging. Und deswegen sagte ich vorhin, dieser Ausblick ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste im Jahr 2018. Wir haben eine ganz ähnliche Situation auch bei den Amerikanern. Da schauen wir gleich noch rein. So, dann gehen wir aus dem Zweitageschart-Moment jetzt in den Tageschart hinein. Hier sehen wir die Fibonacci-Strecke Allzeithoch zum Tief der Vorwoche, oder nicht der Vorwoche, sondern der abgelaufenen Woche, 10.512. Und wir haben hier bei 9.852 das 76er Retracement eben gezeigt. Wir haben im Zweitageschart bei 9.857 die 200% Ausdehnung. Wir haben hier das große Ziel der SKS aus dem Diamantchart gezeigt und wir haben, was jetzt diese Fibonacci-Strecke angeht, bei 9.783 noch die 123er Extension. Das heißt, wenn DAX durch diese Zone 10.500 bis 10.571 durchrauscht, dann haben wir hier gleich das nächste, nämlich den Bereich 9.783 bis 9.857, also auch sehr überschaubar. Und nun müssen wir mal schauen. Also hier ist der Jahrespivotpunkt S2, von dem ich ja gesprochen habe, 10.507. Und er hätte meiner Meinung nach eine gute Chance, von hier aus zu arbeiten. Wir brauchen dafür sicherlich eine Überraschung aus USA. Und da können wir auch gleich mal hineinschauen. Ich will hier noch mal ganz kurz zeigen, damit das auch deutlich wird, wenn wir diesen Bereich, also die 10.568 oder die Punkte, die ich jetzt hier erklärt habe, wenn wir den verlieren, dann kann es gut sein, dass wir hier eine Art Kanal- oder Flaggenbildung kriegen und dann laufen wir eben in den Bereich 9.852, das ist ja das 76er Retracement, was ich eben gezeigt habe, dann laufen wir in diesen Bereich hinein. Also, wir müssen mal schauen, ob das jetzt hier hält. Gut, dann geht's zum Dow Jones. Der Dow Jones hat seinen Jahrespivotpunkt
bei 23.090 nach unten verlassen. Das war ein wichtiger Bereich hier, denn das alte Tief aus Februar war 23.360 und da hat er am Mittwoch, war das am 19.12., hat er zwar drunter gespiked, aber hat sich dann mit Schlusskurs nochmal auf diese Marke gerettet. Am nächsten Tag, Donnerstag, mit Karacho runter und hat auch hier den Jahrespivotpunkt irgendwie gar nicht groß beachtet. Das, was interessant ist, er ist jetzt hier, das ist ja die große Strecke, also tief Februar 23.360 hoch zum Allzeithoch. Da hat er jetzt die 123er Ausdehnung angelaufen und diese kleinere Strecke, das war das Tief aus vom 9. Oktober bei 24.122, da hat er die 161er Ausdehnung gemacht. Und diese 161er Ausdehnung, die ist sehr genau im Tief angelaufen worden. Also auch hier ist für den Dow möglicherweise ein Bereich, wo er wieder nach oben laufen kann. Ansonsten ginge es über die Zwischenstation 21.987 runter zu einer, ich nenne es mal zu einem Dreierkonglomerat. Und deswegen ist dieser Bereich in Braun und dieser in Grün auch mit den beiden Zonen zu vergleichen, die ich eben im DAX gezeigt habe. Das heißt, wenn der Dow Jones hier durchrauscht, dann können wir auch davon ausgehen, dass das Gleiche an der wichtigen Zone 10.500 bis 10.571 passiert und dann im DAX es runter geht zur 9.500, 9.600, wenn dieser Bereich hier angelaufen wird. Denn hier haben wir die 161er Extension, die 200 Extension dieser Strecke und wir haben den Jahrespivot S1. So, und warum könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Überraschung im Dow erleben? Dazu müssen wir in den Stundenchart schauen. Und was sehen wir da? Blitzsauberen Kanal. Das ist hier das Hoch vom 3. Dezember gewesen, 25.980. Das ist das Tief vom Freitag gewesen, 22.396. Und einmal, zweimal, dreimal. Das heißt, das ist ein Kanal. Ja, und das ist eben keine Garantie, dass es steigen wird. Aber wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, dass wir im DAX einen blitzsauberen Kanal haben, dessen Unterseite angelaufen ist, wenn wir daran denken, dass der Verfall nun vorbei ist, und ich glaube, der Verfall durch, sage ich mal, justierende Stillhalter, die durch den Abwärtsdruck natürlich auch immer wieder genötigt waren, ihre Positionen zu hedgen, also ebenfalls short zu gehen. Das ist ja im Grunde so ein Selbstantrieb gewesen. Möglicherweise ist das nun erledigt, weil schlechte Nachrichten schlechte Nachrichten machen keine Kurse, nicht unbedingt. Also wir erleben das immer wieder, wenn stabile Systeme fragil werden oder so wahrgenommen werden und sich die Psychologie der Menschen verändert, dann passiert es natürlich genau umgekehrt. Dann können so viele gute Nachrichten kommen, wie es nur geht, aber es läuft nicht mehr nach oben. Und umgekehrt ist es eben, wenn die Psychologie, wenn die Marktpsychologie stabil ist und bullisch ist, dann interessieren keine schlechten Nachrichten. Also insofern sind mir die Nachrichten und diese kleine Zinserhöhung von 0,25% im Moment keine gute Erklärung für diesen Abwärtsdruck. Ich glaube, das hat viel mit Psychologie und mit dem Verfall zu tun gehabt. Sei es drum, ich will nicht schwafeln. Auf jeden Fall haben wir hier möglicherweise einen Anlass, mal das 23er Retracement dieser Abwärtsstrecke anzulaufen, sofern Dow Jones und die Marktteilnehmer das ähnlich sehen. Und einen Grund dafür könnte es geben. Jetzt bitte mal hier den 23. November merken und die Kanaloberseite vom 3. Dezember. Eine mögliche Erklärung finden wir im 4-Stunden-Chart. Da ist der 23. November und der 3. Dezember. Eine mögliche Wolf-Wave mit Überraschungseffekt, die nicht von mir kommt. Die ist durch ein Forumsmitglied vorgestellt worden. Insofern danke an Lars und an denjenigen, der Lars mit dieser möglichen Wolf-Wave befruchtete, geistig. Das, was hier interessant ist, wir haben eine mustergültige, optisch mustergültige Wolf-Wave. 1, 2, 3, 4. Einen kräftigen Unterschießer an der 5
Und diese Unterschusslinie oder der Bereich wird ja gebildet, indem man eben diese Linie hier nimmt und unten ansetzt. Und ja, das ist recht genau angelaufen worden. Das Spannende an dieser Situation ist eigentlich, dass diese Wolf-O-Wave technisch tot ist am oder nach dem 24.12. Also bis dahin muss sie sich in Bewegung setzen. Ja, und während wir am 24.12. pausieren, was macht Amerika? Amerika handelt. Und insofern, ich hoffe, dass ich jetzt niemandem den heiligen Vormittag versaue, aber ich sag einfach mal, möglicherweise wird der Montag im Dow Jones hochinteressant werden. Das kann natürlich weiter durchfallen, die Abgaben können sich beschleunigen, aber wenn ich mir die kanalige Situation anschaue, kann man auch nicht ausschließen, dass von hier aus ein bisschen Unerwartetes passiert. Denn die Amerikaner haben ja nur am Dienstag zu, dann ist dort Christmas Day und ansonsten, wenn ich richtig informiert bin, haben sie die ganze Woche offen. Da ist also noch Luft, um ein bisschen an diesem Jahresergebnis zu arbeiten. Und sollte das passieren, dann wäre das erste Ziel 23.241, ein zweites Ziel 23.765. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass wir hier noch bis Jahresende in den Bereich 25.134 laufen. Aber die Ziellinie dieser Wolf-O-Wave durch Punkt 1 und Punkt 4, die verläuft am Montag im Bereich 25.166. Und wir haben ja, wer länger dabei ist, erinnert das, wir haben eine Wolf-O-Wave gehabt, die hat zwei Tage nach Überschreiten des Apex-Punktes mustergültig gezündet. Ich habe das wirklich als eine ziemliche Verarsche empfunden, denn das habe ich selten gesehen. Das Ding hat sich eine ganze Zeit lang Richtung Apex-Punkt mustergültig verhalten und dann den Apex-Punkt überschreiten lassen und ich glaube, das war eine bärische Wolf-O-Wave, genau, und dann lief die nach unten und zur Ziellinie. Also insofern, ich werde diesen Bereich hier weiter beobachten und bin zumindest darauf gefasst, dass uns die USA nach dem Verfall überraschen. Wenn wir uns das Ganze im S&P anschauen, dann sehen wir hier, das ist ja das, was ich die F-Flagge genannt habe, der S&P ist aus dieser F-Flag herausgefallen, zeitgleich eigentlich mit dem 38er Retracement, das ist das Tief gewesen, 2083 zum Allzeithoch. Und auch der S&P hat das bedeutende Tief aus Februar bei 2531 unterschritten, aber wo hat er aufgesetzt? Und zwar fast punktgenau. Der Bullenletzte Ausfahrt, 2410, und er hat offensichtlich auch drüber geschlossen. Das heißt, wir haben auch im S&P möglicherweise die Schmerzgrenze erreicht, wo die Bullen sich zurückmelden oder aber die Shorts, die schon lange investiert sind und ihren Geldbeutel nun prall füllen wollen. Und das tun sie ja erst, indem sie covern, also indem sie ihre Short-Positionen verkaufen. Und wenn das einsetzt, wenn man eben Short covert, muss man kaufen und kaufen erzeugt unter Umständen auch Kaufdruck. Das sind dann diese violenten Bewegungen nach oben, die plötzlich eine Dynamik entwickeln, die sich niemand vorstellen kann, weil der ganze Markt nun bärisch eingestellt ist. Schauen wir in den S&P Stundenchart, dann sehen wir auch hier eine 1, 2, 3, 4, 5 kanalige Geschichte. Das heißt, auch der hat hier mit den letzten Handelsstunden 21 Uhr sauber aufgesetzt. Er kann natürlich, wie alle anderen Indizes, die ich hier besprochen habe, ebenfalls jetzt nochmal den Abwärtsdruck nach unten beschleunigen. Aber er kann auch mal in Richtung Kanal nach oben laufen und das Richtung Jahresende. Also schauen wir uns das mal ein bisschen am Montag an, zumal, das muss man ja auch nochmal zeigen, habe ich ganz vergessen. Das sind die Wochenergebnisse vom Dow Jones, wie ich schon sagte, zwischen 24.100, also vor Wochenschluss am Freitag, zum jetzigen Freitag 22.445, 1.588 Punkte runter. Aber das hier, wir haben am Freitag ein gigantisches Volumen gehabt und
Nun muss natürlich, wenn die Kurse so stark nachgeben, das waren ja nochmal wieder 414 Punkte, die am Freitag verlustig gingen. Wir sind ja eigentlich irgendwie gewöhnt, so eine V-Erholung. Das heißt, Kurs geht runter und dann gibt es irgendwann die Drehe und es rennt nach oben. Da der Verfall aber zumindest im Dow Jones erst um 22 Uhr stattfand, der Verfall in den USA, ich meine, Handelseröffnung ist S&P und alle anderen Indizes in den USA beenden oder haben den Verfall erst um 22 Uhr. Das heißt, da hat der Markt gar keine Chance gehabt, ausgehend von einem Tief zu bouncen. Das kann am Montag passieren. Ich sage nur kann. Das heißt, wer seit längerer Zeit Short drin ist und gute Gewinne hat, sollte vielleicht am Montag nicht unterm Tannenbaum singen, sondern mal kurz zur Markteröffnung reinschauen und gegebenenfalls ein paar Knöpfe drücken. Und wer der Meinung ist, dass man vielleicht eine erste kleine und abgesicherte Long-Position riskieren kann, und mit klein meine ich wirklich ein Drittel oder ein Viertel der üblichen Positionsgröße, für den könnte der Montag unter Umständen auch interessant werden. Aber wie gesagt, hohes Volumen hängt mit dem Verfall zusammen und es dürfte spannend werden. Letzter Chart, einmal kurz die Nasdaq. Da haben wir ja auch einen Kanal, der schon seit 2015, 2016 läuft. Da haben wir hier jetzt, das ist ein Tageschart, da haben wir in den letzten beiden Tagen eine Beschleunigung aus diesem Abwärtskanal herausgesehen. Und das deutet für mich darauf hin, dass die jetzt, ja, wie sage ich das, ohne zu komisch zu klingen. Also das sieht mir danach aus, dass entweder die Bären jetzt vollends das Heft in der Hand halten und dann wird auch dieser Kanal gebrochen. Und das wäre für die Nasdaq überhaupt nicht schön. Es kann aber auch einfach sein, dass eine bestimmte Gemengelage, wie ich sie angesprochen habe, erkannt wird und dass man hier möglichst noch einmal die Unterkante mitnehmen möchte, um ein Argument für sowas hier zu haben. Also die 5950, wer im Nasdaq unterwegs ist, im Tageschart, vielleicht mal für den Montag merken, wenn sie angelaufen wird, dann, das ist glaube ich am Montag, ja, wenn die 5950 angelaufen wird, ist das auf jeden Fall ein Point of Interest, denn ich bin mir sicher, dass in den USA und auch Maschinen, die wissen, wie man chartet, diesen Punkt irgendwo verankert haben. Das heißt, das ist ein Point of Interest und der wird eine Rolle spielen. Ja, zum Abschluss, wie immer, nicht jetzt. Ich freue mich oder würde mich freuen, wenn wir noch ein paar mehr Abonnenten in den Laserstream bekommen. Da gibt es eben täglich den Ausblick, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Der freitägliche Ausblick für die kommende Woche mache ich ja noch auf YouTube. Das werde ich auch nicht in alle Ewigkeiten machen, denn ich muss ja auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Also wer mal reinschauen will, das kostet 50 Cent am Tag, ist einfach per PayPal zu bezahlen. Es gibt keine, wie sagt man das, Verpflichtungen. Wer zahlt, der schaut, und wer nicht zahlt, schaut eben nicht. Und ich glaube, dass die Ausblicke in der letzten Zeit einige vor Dummheiten bewahrt haben oder hat auch andere vielleicht in ihrer Sicht bestätigt. Oder ich glaube auf jeden Fall, dass das, auch wenn Eigenlob stinkt, ich glaube, dass die 50 Cent am Tag gut angelegt sind. Das ist irgendwie die Hälfte dessen, was ein 1 Euro CFD zum Start kostet. Gut, ich wünsche allen ein schönes, ruhiges, erholsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören und sehen uns. Bis dann.